Heute geht's weiter mit unserer munteren Reise durch Krokotopia. Mein Föhn ist nur noch eine Haut- und Knochen-Gestell-Dings-Zeugs. Und ich fliege mit dem Besen durch die Gegend. Erisch, ruf mich, wenn ich das nächste Mal was probieren darf. Hier darfst du meinen Besen abschlecken. Auf zu Archibald! Warte, bist du echt auf dem Besen? Ah! Natürlich bin ich auf dem Besen, mein Föhn ist doch gerade gefressen worden. Ja, das war's mit Fee. Der ist leider langsam. Ach, ist nicht schlimm. Fee, ich vermisse dich. Dafür hast du ja Nicholson hier, Erik. Weißt du, stell dir mal vor, dein alter Allmann-Kollege auf seinem fliehenden Nilfeld ist schneller als du auf dem Besen. Das ist schon traurig, oder? Ich vermisse Fee, ich hol sie zurück. Oh, ist noch ein Phönix, kann man doch wiederbeleben, oder? Von Königsfamilie. Ja. Ich soll dieses Informationsfeld über den Feind ausfüllen, aber ich fürchte, ich bin kein Gegner für die magischen Kreaturen hier. Oh. Okay. Wärst du bereit, gegen sie anzutreten und für unsere Kampfstrategie ihre Stärke zu Wir müssen ein Informationsblatt ausfüllen. Das erinnert mich an damals, als wir die Kochrezepte ausfüllen mussten die Gegner schmecken. Wenn wir das Rezept kennen für Lagerfeuer mit Nirini-Schuppen und Wüstengolem-Sandklumpen. Jo. Finde ich gut. Komm, renn. Was meinst du, will sowas schmecken? Nein. Ich denke schon. Weißt du was? Was geiz will denn hier? Hauen wir direkt auf ihm eins auf den Tez. Bin ich ganz ehrlich. Haha. Und Patscha! Der ist fast tot. Ja? Wenn der Willi erst eine schallert, dann aber so richtig. Er hat ja auch den wütenden Zauberstab bekommen. Machst du deinen Orkan? Na klar, mach ich meinen Orkan. Okay, dann schwäche ich ihn. Ist okay, wenn der Orkan ein bisschen Strand mitgenommen hat, oder ist das schlimm? Wind ist Wind. So, und jetzt, bevor der eine eintrifft, los, Erisch! Hui! Bevor er eintrifft, los! Du schaffst das! Ich versuch's, ich bin zumindest schnell im Gegensatz zu dir. Oh, mein Angriff war unnötig. Komm! Ja! Erisch! Du bist ein Held! Danke, das fühl ich so. Ey, meine Truhe. Hast du dir nicht anders verdient, Drecksack. Doch, ich hab gewonnen. Scheiße, du hast mich nur hinausgezögert mit deinem Troll. Und das ist die nächsten? Ja. Dann mal rein da. Guck mal, ich hole sogar noch ein extra dazu. Ist das nicht schön? Ja, sehr gut. Drei auf einen Schlag. Weil, weißt du, interessant ist, ich ignoriere den Zyklopenkäfen richtig weg. Ist ja auch nicht wichtig. Eben. Gibt ja bessere Gehilfen als den Zyklopengehilfen. Wie Wilhelm. Ich benutze immer den ersten Gehilfen. Aber. Wobei man sagen muss, ich hatte erst weniger dabei aufgrund einer spielerischen Perspektive, sondern eher, weil wir ihn einfach nur komplett feiern. Ja, und der Knilch hier braucht halt Pips, ne? Ist das ein Strahlparat? Ja. Okay. Ich weiß genau, was zu tun ist. Standpunkt klar machen. Natürlich. Spüre meine mächtige Wut. Ich muss sagen, der Soundeffekt davon gefällt mir ganz gut. Hast du gehört? Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen vor allem auch. Oh, wer verpasst jetzt hier? Der macht nicht den Willi. Der Willi. Keine Sorge, der kommt auch noch mit seinen Patzern dran. Vor allem, ich hab doch jetzt eigentlich 1% Ziel mehr, aber es ist 1%. Ja, genau. Das ist merkwürdig. Das fällt auf. Findest du? Okay, Erich. Hast du gepatzt in den letzten drei Folgen? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, letzte Folge. Hast du gepatzt? Wann das denn? Als Wilhelm gestorben ist, ich hab's übertönt mit meiner Trauer, aber habe ich gepatzt, du hast zwischendurch gelacht. Das kann sein. du machst den linken? Ja. Weißt du was, komm, ich hab mal Lust auf einen Todeszauber heute. Oh, ich dachte echt, du machst gleich einen Sandsturm. Ich hab deshalb nur schon angefangen anzuschwächen. Ach was. Okay, dann machen wir es eben gemütlich hier mal. Ich will auch mal Spaß haben. Muss ja auch mal sein. Ja. Genau. Oh. Das heißt, da muss er nicht sturm. Oh Mann. Ja, Herr Schatten! Er liebt mich einfach. Ich liebe ihn. Oha, einfach sein Leben geheilt. Ich habe 100 verloren. Ah, direkt 1000. Weißt du, Nick, stell dir mal vor, du bist so ein Bossgegner
hast super viele Leben und machst kaum Schaden. Kommt immer so ein Schatten und macht einfach so eine tausende Heilung. Dann siehst du einfach folgendermaßen aus. Was? Erich hätte sie übrigens den Satz schon sparen können, Einzelangriff, aber... Du wolltest Spaß haben, aber letztlich wurde dir Spaß genommen durch einen Patzer. Der Sandsturm ist... Der ist verlässlich. Wie das Rusty Lake Messer. Immer dabei, immer effektiv. Oh mein Gott, was ist denn mit Vidi los? Ich hab hier schon wieder Super Pip. Oha. Ich kann einen Troll nach dem nächsten raus, super. Und kein einziger Patzer. Das war mein Kampf, Erich, ich sag's dir. Leider war der Kampf ziemlich unnötig von den drei Nierinis. Aber hey, der Wille zählt. Und weißt du, wer auch zählt? Der Willi. Eben. Schlechter Witz Nummer 4. Oh, oh. Abgehakt. Oh oh, ich bin kurz vorm Niesen. Die Nase kribbelt, aber er kommt nicht. Gesundheit im Voraus. Dankeschön. Oh, hab ich da gerade Wilhelm gesehen? Natürlich siehst du ihn direkt. Ja klar, der fällt halt auf. Wir brauchen hier halt auch moralische Unterstützung, ne? Natürlich. Schau ihn dir an, er sieht so aus, als könnte er schon eine Bibel unterm Arm tragen. Er hat einen Stab in der Hand und keine Bibel. Er ist bestimmt vom Nebenjobfahrer. Oder liest du deine Bibel in Stabform? Wir kümmern uns um den linken, Erik. Weißt du was? Beiden? Nee. Ich nehme anderen. Ich habe auch einen Strahl. Kümmer du dich um den rechten, Erich. Wir machen das jetzt hier mal in Einzelarbeit. Ich würde gerade aus irgendwelchen Gründen dem Gegner eine Klingel geben. Hab ich wunderbar, warum es funktioniert hat. Oh, Gegner. Ich möchte dich unterstützen. Du Verräterschwein, Erich! Ja komm, die sind halt einfach schlecht, die brauchen einfach Hilfe. Boah, wie der dritte Feli an. Na Gott sei Dank nicht. Das war ein Schild oder sowas in die Richtung. Oh, auch eine Klinge. Das ist mein Job. Wie kannst du nur? So, er kriegt jetzt hier was auch auf. Mitte oder geht er auf links? Mitte. Für die Mitte, oder? Ja. Wir hatten Wilhelm angegriffen. Links. Okay. Der kümmert sich um den Linken. Mir fiel schon mal auf, wenn Wilhelm sich auf einen fokussiert, dann haut er dauerhaft drauf. Ist das aber neu? Oder also, ja, ist aussehen neu? Hatten wir das nicht Folge 1 erklärt, dass hier alles aktualisiert wurde? Ich meine mich zu entsinnen, ja. Hast du nicht gesehen, wie der Zauber jetzt aussieht? Das ist ziemlich cool, die Animation. Ich will die auch haben. Hast du es echt nicht gesehen? Weil die ist echt ziemlich nicht, cool. Nein. Siehst du, dafür haben wir Wilhelm hier. Der geht auf den Linken, der müsste eigentlich dann sterben mit einem Sandsturm. Oh, willst du hier einen langweiligen Sandsturm machen? Ja, komm, Kämpfe müssen schnell beendet werden hier. Wir müssen noch was schaffen, Leute. Okay. Ach, ich freue mich schon auf Level 22. Oh ja, schon, dann gibst du auch endlich deinen ersten Massenzauber. Ja. Dann muss ich mich nicht mehr nur auf Tim verlassen. Der Zauber ist dick. Ja. Soll ich dir eigentlich gefallen. Oh, und Wilhelm denkt sich gerade nur so, nein, ich wollte ihn doch auch angreifen. Keine Sorge, du darfst den oder? Rechten nehmen, natürlich, natürlich. Hast du einen Täuschen auf der Hand? Ah, auch gut. Ja, schön auf dich hauen. Ja, der darf auf mich drauf hauen, ist doch die Hauptsache, nicht Wilhelm. Eben. Wilhelm muss überleben. Er muss geschützt werden. Er muss vor allem den letzten Schlag landen, sonst ist der Kampf ja einfach nicht valide. Los, Wilhelm! Ja! Wilhelm! Hui! Hatscha! Ich hab Schaden gemacht gerade. Ich hab 300 an Blutwilderer, das ist nicht schlecht. Fast so gut wie mein Troll. Stimmt. Auf zu Archibald. Oh, wer hat wahrscheinlich Nick. Archibald ausgesprochen. Mein Besen ist langsam. Ich hole viel zurück. Mach das. Vieh, ich hab dich vermisst. Warte mal, was? Endlich habe ich wieder was zu futtern. Du hast da Lehnformationen, die ich über den Fall brauche. Brillant. Jetzt der Hans ist hungrig. Strategien überlegen. Mit diesen Informationen werden wir die Tuts ganz sicher besiegen können. Er weiß, dass wir ihm gerade nur ein Kochrezept gegeben haben, ne? Die Krokodile. Die sind der Geheimtipp, Archibald. Köstlich.
oder etwas anderes. Mir lächelt es auf einmal nach Brathähnchen. Vieh, vorsichtig, flüchte oder auch flieh. Naja, gehen wir zu Primwell. Auf, Erisch. Ah, Primwell, Nick. Ich hörte von einem Mander, dass die Nirini einen Teil ihrer Macht aus Flammenedelsteinen im Palast beziehen. Es gibt deutsche Akzente und es gibt dich. Wenn sie dort einsammeln könntest, würden ihre magischen Kräfte sicher geschwächt. Ich find's toll, wie wir die hier alle schwächen. Erst schwächen, bevor wir die Hauptquest angehen, damit es uns dann schön leicht fällt. Wo ist denn der eigentlich? Ich bin nämlich in falsche Richtung weggeflüchtet. Ja, bist du auch. Da hinten, wo Archibald steht. Mein Pfeil verwirrt mich. Erisch, also, ich hoffe, die Karte ist hier nicht so kompliziert aufgeteilt. Wir haben ja aber die rechte Seite, da war der erste. Und dann diesem Knubbel der zweite. Und das ist genau hier spiegelverkehrt. Wie bin ich Erster? Wo bist du? Du bist Erster. Ich sammle schon die Feueredelsteine. Oh. Alles geplant. Na klar. Natürlich darf der Willi seinen Vorsprung haben. Der muss ja auch seine Geschwindigkeit ausgleichen. Eben. Na, immer auch schneller als ein Besen. Das stimmt. Der ist halt echt langsam. Ich sehe schon die Fans am Rand jubeln. Willi! Willi Eisenhain! Woo! Nom. Hat er schon gesammelt? Willi! Ja. Tut mir leid, ich war gerade damit beschäftigt, mich selbst zuzujubeln. Aber für einen kleinen Leckerbiss dazwischen. Dafür konnte ich Zeit einräumen. Schlimm ist das mit dir. Das war ich eigentlich selbst, auch wenn ich es gerade gesagt habe, das waren die Fans am Rande, die ich eben betont habe. Du hast keine Fans. Die 84 Abonnenten alle nur fake. Edelsteine gesammelt, um die Kräfte der Nirini zu mindern? Brillant. Hey, heute wurden es 85. Schon werden wir diese Reptilien in die Flucht schlagen. Dein ist nicht fake. Vielen lieben Dank an die Nummer 85 an der Stelle. Ich würde ihm eingerechnet. Die Nirini werden versuchen, sie mir abzunehmen. Ich könnte sie nicht lange genug aufhalten. Eis. Lachen. Ich glaube, es wäre sehr weise, wenn du sie aus der Pyramide herausbringst. Warte, was muss ich herausbringen? Ich weiß nicht genau, ich hab diese Edelsteine. Ich glaube, es wäre sehr weise, wenn du sie aus der Pyramide herausbringst. Zu Talbot! Willkommen! Er wird wissen, was mit ihnen zu tun ist. Wer heißt er nochmal mit vollem Namen? Ich hab die ganz vergessen. Ich auch. Er ist einfach ein Desange. Weißt du was? Wir sind jetzt beim Angeln. In der Oase erstmal eine Runde angeln gehen. Mach das. Ich werde sie sogar nach Mali schicken, damit sie in Sicherheit sind. Oh. Talbot, Sie sind ein Held. Vorsicht, nicht, dass du den Willi angelst. Du meinst den Knochenfisch? Max macht! Hier ist Max macht! Welches Level hat der gute Max denn? Ich bin größer Fan von Max tut. So, vielleicht nimmt Max macht ja meinen Freundschaftsanfrage an. Macht er nicht. Nom. Ist ein Holzfisch. Was? Ein Entchen! Ein Entchen! Ich werd nicht mehr! Erisch! Ein Entchen! Enten sind leckerer als Bratphönixe. Ist die Ente. Ich stell mich einfach mit dem Hintern in Toms Gesicht. Hat er einen freudigen Anblick. In diesem Sinne. Aber wir auch richtig umbringen wollen bei sowas. Erisch, kommst du hin zur Verabschiedung? Ich muss mich fernhalten vom Nilpferd, das ist ein bisschen gefräßig heute. Okay. Bist du denn? Er ist ja abgehauen! Tom wollte wohl nichts mit mir zu tun haben. Erisch, okay, hinter mir ist ein Platz frei, falls du Interesse hast. Immer ist das ich vor dir, also vielleicht besser als vor dir zu stehen und gegessen zu werden. Lieber den Hintern sehen, ne? Oh, guck mal, der Füchs riecht richtig dran. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir unsere heitere Reise hier fortsetzen mit der Hauptquest. Endlich geht's zu Lieutenant Standish und ich würde sagen, wir hören uns nochmal dann vorher an, was Winthrop dazu sagt, damit wir es wieder auf dem Schirm aktuell haben, ne? Ja, also dann, ist eine gute Idee, denke ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!